Heise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Donkey Kong Country 3. Ja, ich bin jetzt hier in der letzten Welt, aber nicht alleine, das habt ihr ja schon ein paar Mal gefordert, mit dabei ist. Der Dings da, V-Hawk, LP, glaube ich. Warum bin ich hier? Was soll das? Ich habe keine Ahnung. Ja, die Zuschauer haben sich gedacht, ey, wieso kommt denn V-Hawk LP nicht in das Projekt? Der gehört doch dazu. Ihr habt doch Donkey Kong 1 und 2 zusammen gemacht. Wieso nicht 3? Den Grund habe ich in Part 1 schon mal erklärt, aber den kannst du jetzt auch gerne nochmal nennen, wenn du willst. Ja, zunächst mal, warum wollt ihr so einen Scheiß überhaupt? Warum soll ich hier mitmachen? Egal, Part 1. Ja, das heißt. Moment. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch verschluckt. Läuft ja super. Nee, es ist einfach so, nach Donkey Kong Country 2 ist mir so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen die Lust vergangen, Donkey Kong Country spielen, weil ich das sehr an diesem Titel verzweifelt bin. Und hier wahrscheinlich auch alle 5 Meter gestorben wäre, sage ich ganz ehrlich. Ich komme einfach mit Donkey Kong Country generell nicht so wirklich zurecht. Da bräuchte ich sehr viel Übung für, Zeit, die ich nicht habe. Und da hätte es wahrscheinlich nicht wirklich viel Sinn gemacht, da beim lieben Keanu als Mitspieler dabei zu sein, weil ich ihn einfach da nur runtergezogen hätte, sage ich mal. Also, so wie damals. schlimm geworden, ja. Und von daher, das hätte so in der Art und Weise wirklich keinen Sinn gemacht. Aber so als Gast kann man das wenigstens mal machen. Ja, das ist Die richtig. Frage war auch, ey, wieso nimmst du ihn nicht die ganze Zeit als Gast dabei? Das hat einfach nur Zeitgründe. Das ist Zeitgründe, das ist richtig. Er will ja auch ein bisschen vorankommen mit dem Projekt und wir können oftmals wirklich nur alle 2, 3 Wochen mal aufnehmen und dann ist es immer ein bisschen Ja, in doof. letzter Zeit zum Beispiel ist das sehr oft der Fall. Ja, das stimmt. Wow, war das jetzt knapp, ey. Das Viech hätte mich fast getroffen. Mein Ja. Gott. Aber wärst du wie es da stand, K.O. gewesen. Oh. Jetzt hat mich die Biene da oben abgelenkt. Ja, Okay. kenne ich diese grünen Bienen, die wollen einen dauernd ablenken. Das ist Ja, schlimm. jetzt muss ich erstmal in das Spiel reinkommen. Ich habe jetzt 5, 6 Tage nicht gespielt. Wow. Wow. Da war eine Münze. Wie kommt die denn da hin? Sonst springe ich da immer lang und da ist keine. Jetzt ausnahmsweise haben sie mal Mitleid mit mir. Okay. Geld fürs Sterben, Geld oder Leben. Kennst du doch den Spruch. Ja, Wie natürlich. heißt es? Hand. Leben mit Geld oder so? Keine Ahnung. Und Sabdi. Das Leben Und. mit Geld ist natürlich am allerbesten. Ich bleib hier oben. So, Dixie Kong ist hier der absolute Vorteil bei den Bienen. Kitty Kong nicht ganz so gut zu gebrauchen. Diesmal mache ich die Biene alle. Oder Wespe oder was auch immer das darstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Das ist Chainsaw Bee irgendwie. Sieht aus wie eine. Ist, naja, doch. Ja, Kreissäge halt, ja. Du kommst auf Namen, es Erfindungen. Ja, muss sein. Muss. Und noch eine Münze. Speicherpunkt. Jetzt bin ich, glaube ich, langsam wieder drinne. Oh Gott, das ist so eine, die nach hinten fährt. Und die fährt nach vorne. Da muss ich aufpassen. Oh ja. Ich wäre jetzt schon wieder tot. So, diesmal mache ich aber nicht den Fehler, dass ich in die Bienen springe, so wie damals. Und. So. Nein, ich will Ist dann immer das. gut zu vögeln. Das ist ja. Das hat man gerade wieder gesehen. Ich distanziere mich jetzt einfach mal von dieser Aussage. Und so. Es läuft viel geschmeidiger als bei meinem letzten Versuch. Ja. Sehr gut. Den hast du noch nicht gesehen, weil ich Aber den noch gar nicht hochgeladen habe. ich stell's mir gerade vor. Da! Genau das ist mir jedes Mal passiert, ey. Alter, dieser Abgrund, der ist so unfair. Ja. Und diese Shadow the Hedgehogs ebenfalls. Oh Gott, die geht nach vorne. Ja. Nein! Hast du das gesehen? Ist Ich das hab's nicht gesehen. unfair? Das war wirklich unfair. Aber ich muss sagen, die Bildschirmübertragung läuft heute sehr flüssig. Bisher bin ich sehr zufrieden. Das war Wahnsinn. Ja, okay. Ja, dann bin ich ja zufrieden. Ich behalte jetzt einfach mal Kiddy Kong vorne. Dann habe ich den Unbrauchbareren schon mal dort. Und. Oh, das war natürlich heldenhaft. Sache, du bist gut zu vögeln. Okay. Ich distanziere mich schon wieder von diesem Spruch. So. Na gut. Oh, joi, joi, joi. Das ist aber auch wirklich böse. Das Boah. war ein fliegender Wechsel. Verstehst du? Oh, der war gut, ja.
Ich kann leider noch nicht Audio spammen, weil ich erst mein Betriebssystem neu aufsetzen musste. Sonst wäre jetzt vielleicht ein Badumtsch gekommen irgendwie oder so. Aber, kennt man von dir. Ja, der Stricktrick, der nervt mich ein bisschen. Eigentlich hatte ich nur das letzte Level in dieser Welt so schwer im Kopf. Oh, und da bin ich auch ganz froh, dass du nicht dabei bist, denn da muss man wirklich so asselig gut reagieren können. Das ist wirklich unfair, aber ich sag dazu mal nichts. So, Bums und Bum, ey, Bums, so. Wieso nehme ich das fast überhaupt auf? Das bringt mir nichts. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Was ist denn da? Da war eine einzelne Banane im Baum. Seit wann hängen Bananen im Baum? Ich verstehe das nicht. Seit wann sind Bananen eigentlich krumm? Ja, ne? Oh. Ey! Was zum Henker? Die blöde Kuh hat sich nicht gedreht. Normalerweise meckere ich nie über Spielcharaktere, weil es fast immer meine eigene Schuld ist. Aber dieses Mal hat sie sich wirklich nicht gedreht. Ja. Oh. Das kenne ich. Ich bin da aber auch, glaube ich, der einzigste Typ, der sich selbst die Schuld gibt. Alle anderen mecken immer über das Spiel, Kern und nicht. Ich mecke ja immer über das Spiel. Das ist immer so. Ja, genauso wie andere Typen. Ich nenne jetzt aber einfach mal keinen Namen. Rührheater! Ja, ganz schlimm heute wieder, der Husten. Oh. So, jetzt aber Igel abwarten. Ja. Den tollen Igel abwarten und dann... Den tollen Igel. Dass ich so einen Spruch bisher noch nicht gebracht habe. Leben! Nein, ich habe das N nicht bekommen, stimmt ja. Kock. Nein, wir machen jetzt keine Kockwitze. Okay. Oh. Gott sei Dank, endlich! Aber immerhin das Level. Und die rosa Fahne gehisst. Aha, so, was haben wir denn hier? Ach, du bist Buffles Code Room. Dich brauche ich nicht. Höhlenhollere. Oh, was ein schöner Name. Aha. Oh Gott, was für ein großer Typi. Ich entscheide mich jetzt spontan dafür, mal Kiddy Kong einzusetzen. Aber nur. Okay. Wow. Hä? Was ist das denn? Das habe ich ja noch. Ah, da kann ich reinspringen, wenn es da ist. Och nee. Ach, ja. Sag bloß Ach, ja, nicht. doch, klar. Ich habe ja auch schon diverse. Ja, doch. Das ist klar. So eine Scheiße. Wenn ich daran vorbeirenne, wenn das Fass auftaucht, dann knall ich gegen die Biene. Ah. Und da muss ich abwarten, bis das Fass da oben ist. So ungefähr. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich wieder an das schöne Ding. Und zack. Du hast es schon mal irgendwo gesehen? Aha, ich habe schon Let's Plays ja von diesem Spiel gesehen. Von den alten Haudegen meine ich und also heute alte Haudegen. Neue Haudegen. Ja, sozusagen. Oh, ich hasse es. Lass mich in Ruhe. Oh. Dir fast vertraue ich absolut nicht. Nee, das verstehe ich. So. Röpa. Hat auch einen sehr unsympathischen Gesichtsausdruck, dieses Fass. Ja, es guckt so komisch. Ja. Und das eine Fass hat mich jetzt gerade eben verarscht. Das haben Fässer so an sich. Nein! Oh, das war böse. Ja, da hat's mich schon wieder. Und ich kann... Doch, Moment, ich kann speichern. Ich kann speichern. Ich muss nur aus der Welt raus. Das mache ich jetzt auch. Ich habe nicht keine Lust, diese eine Welt nochmal zu machen. Jetzt lass mich dahin. So, dann hier über Stock und über Stein fahre ich. Wow. Was glaubst du, ist Donkey Kong Country Returns genauso schwer wie diese hier, oder? Was ich gesehen habe, ja, also... Ja, ich habe nämlich auch mal bei Amazon mir diese 1-Stern-Bewertungen angesehen und da heißt es nur, das Spiel ist schlecht, weil es schwer ist. Ja. Einen anderen Grund finden die Leute nicht. Es ist aber wirklich schwer, speziell für heutige Verhältnisse, was Jump'n'Runs angeht. Also da war ich wirklich
Erstaunlich, ich habe es zwar selbst nie gespielt, aber ich habe da Sachen gesehen, wo ich genau wüsste, oh, da hätte ich Probleme. Aber ich finde es schade, dass die manchen Sachen heute zutage so leicht sind. Mhm. Viel ja, zu einfach. Gerade Jump'n'Runs einfach sind nicht mehr so wie früher. Früher, da waren sie schwerer, da habe ich aber auch schon mal drüber geredet. Mhm. Ich fand sie früher einfach besser. Hat viel mehr Spaß gemacht, weil sie einfach herausfordernder waren. Spiele im Allgemeinen. Heutzutage hast du alles innerhalb von 5 Minuten fertig. Ja, heute ist halt wirklich mehr Fokus dann auf Story oder was weiß ich. Und damals halt nicht so. Damals hatte man auch eine Menge Spielstunden in den einzelnen Spielen, muss man ja dazu sagen. Auch wenn die Spiele an sich relativ kurz waren. Man hatte einfach so viele Spielstunden, weil man einfach die Übung gebraucht hat, um überhaupt durchzukommen letztendlich. Ich sag nur Contra oder Mega Man. Contra ist so ein Beispiel, das ist so bitterböse, dieses Spiel. Hab ich letztens nochmal gespielt. Moment, was war das denn? Ich komme ums Verrecken nicht übers erste Level hinaus bei Contra. Ich schaff's nicht mehr. Das ist so übel. Ich schaffe es schon, aber nur mit genügend auswendig lernen. Ja. So, also, dieses Fass hat mich diesmal nicht verarscht. Ja, red ruhig weiter. An solche, auch wie Battletoads, an solche Spiele traue ich mich schon heute kaum noch ran irgendwie, weil es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Aber damals musste man sich da irgendwie durchbeißen. Und man hat es auch gemacht. Also ich weiß, dass ich die C64-Version von Contra damals gespielt habe als Kind. Damals hieß das Spiel noch Greiser. Und die war auch unheimlich schwer. Also ich komme da heute nicht mehr über das erste Level hinaus. Aber damals habe ich es wirklich ohne Cheats, ohne Trainer oder sonst was wirklich geschafft, dieses Spiel. Mhm. Also freue mich, was ich da für eine Ausdauer gehabt haben muss. Aber ich weiß auch, dass ich das Spiel geschafft habe. So. Das Mittelfass habe ich ja hier schon mal. Soweit sieht es recht gut aus. Ich muss mich nur noch recht gut anstellen. Hier war wieder irgendwo Spidey, okay. Mhm. Wow, ihr blöden Fässer. So, leckt mich. Macht alle eine Barrel Roll. Meinst du so? Quasi, genau. Boah, voll ins Auge, aber das macht diesen Bienen natürlich nichts aus. So, hier fliege ich mal lieber langsam runter. Genau deshalb. Ach, ihr seid wieder so scheiße. Damit ich Kitty nicht verliere, falls ich Dixie nicht verliere, falls ich scheiße bin, mache ich mal das. Siehst du, aus genau dem Grund? Ja. So. Schon wieder, das kommt mir so bekannt vor. Oder haben sie jetzt einfach nur eine Stelle vorher aus dem vorherigen Abschnitt, den sie... Das sind never recycled. Die sind so... Das war's. Oh, ey. Nein. Oh. Talk. Ja, die Münzen sammle ich eh nicht. Mhm. Oh, wie schnell ist das Fass denn? Ist ja völlig wahnsinnig geworden. Da muss man reagieren. Ja, muss man allgemein beispielen, aber... ist manchmal nicht schlecht. So. Ich hoffe, ich bin kurz vor dem Ziel. Ich bin vor dem Ziel. Ich bin am Ziel. Finde ich sehr gut. Das nächste Level ist direkt hier drüben. Eigentlich wollte ich da jetzt nicht reingehen. Oh, und das ist das Level, was ich meinte, was so scheiße ist. Denn da sind überall Blitze, die tauchen immer wieder auf. Und da muss man so asselig reagieren. Man sieht die Blitze da oben am Bildschirmrand immer mal wieder auftauchen. Und da muss man halt. Da muss man halt aufpassen. Wow. Aha. Schön, dass sie sich wenigstens vorher ankündigen. Aber... Dieser Blitz hat die Biene voll getroffen. Nein, weg da! Boah, was ist das böse. Damals habe ich so irre lang für dieses Level gebraucht. Aha. Kann ich mir vorstellen. Shit. Ich hab nur einen Affen. Boah! Böse. Aber das ist, glaube ich, das letzte Level vor dem Endboss, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Oh, Wahnsinn. Auf jeden Fall. So weit sind wir schon. Bin ich schon.
Also du. Bleiben wir bei ich, okay? Ja, also du weißt ja, wie ich das meine. Und das war ja Keanu und... Ach Gott, das ist schon fertig. WeHawk LP, oh mein Gott. Ja, wir sind jetzt bei 15 Minuten 10. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.